Ein wunderschön und willkommen zurück zu Escapist 2. Ja, ein bisschen was hat sich geändert. Ich dachte mir, es ist Winter, da müssen mehr Wintermützen her. Deswegen habe ich heute mal eine andere Mütze. Ich wollte das eigentlich schon ewig machen. Wollte eigentlich immer mal wieder verschiedene Mützen tragen. Bin nie dazu gekommen, aber jetzt für Winter mit Bommel in Maroon Grau. Deswegen mal schauen, ob uns diese Mütze jetzt ein bisschen begleitet. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren schreiben, was ihr von der Mütze haltet. Ob ihr die cool findet. Und ich will jetzt mal schauen, dass ich immer mal wieder, jetzt wo Winter wieder ist, kann ich mir mal ein paar mehr Mützen kaufen. Beziehungsweise mal mehr Mützen anziehen, verschiedene Mützen anziehen. Was eigentlich schon seit 3 Jahren mein Plan war. Oder seitdem ich wenigstens. Wie dem auch sei. Ja, wir haben Area 17 geschafft. Nächstes Gefängnis. Air Force Con. Ha. Conviction und Air Force One und so weiter. Also, es gibt Jacksepticeye. Ah ja. Ja, so wie es aussieht, gibt es keine Insassen. Das tut mir furchtbar leid, deswegen benenne ich einfach mal die Wärter nach euch. Und zwar der Jo, der wollte wieder dabei sein. Und ja, sorry, kann diesmal kein Insasse sein. Das macht aber nichts, hoffe ich. Und der Rufus wollte auch wieder dabei sein. Ihr seid jetzt leider erstmal Insassen, Wärter. Und ich denke, dass dieses Gefängnis wieder, oder dass dieses Air Force, dieses Flugzeug wieder so eine einmalige Geschichte sein wird. Wo wir halt innerhalb von Zeit entkommen müssen. Ja, mal gucken. Mhm. Okay, das sind schon mal Ausgänge. Rote Ausgänge. Was wiederum bedeutet, ich brauche einen Fallschirm. Und ich darf nicht gesehen werden. Und wie weit hinten bin ich eigentlich? Oder Air Force... Ne, es ist nicht Air Force One, da gab es doch Con Air. Genau, Con Air war doch mal ein Film mit Nicolas Cage. Stimmt, ich glaube, das könnte die Anspielung darauf sein. Liegen da Sachen auf dem Boden? Leider nee. Aber es gibt schon mal mehrere Etagen. Okay. Ja, gut. Damit kann ich arbeiten. Na komm, wo bin ich endlich? Solitary. Warum sollte es Solitary geben? Ist das ganz oben? Mein Gott, wie groß ist dieses Flugzeug? Das ist ja mal... Das ist ja riesig groß. Okay, da sehe ich schon mal ein Boot. Das war die letzte Warnung, Häftling. Nächstes Mal, wenn wir dich draußen finden, sind wir nicht so nett. Übrige Zeit. Okay. Abfahrt. Was steht hier? Ausbruch. Einfaches Segel. Mehrspieler. Okay, Mehrspieler kann ich nichts mit anfangen. Oh. Steht natürlich jetzt nicht. Jetzt habe ich natürlich nicht gelesen, was bei mir da unten steht. Verdammt. Ja, das macht aber nichts. Ja, guck mal, was hier steht. Passt in die Freiheit. Okay, wir raffiniert sein müssen, fallen tapfer. Der Computer das Ding kontrolliert dann nördlich des Flugzeugs. Da musst du irgendwo beeinflussen. Okay, ein Computer. Schauen wir mal hier. Flugzeug nahe. Nur, ich würde vorschlagen, wenn ich glaube, dass es funktioniert. Du wirst da rumschleichen und nicht die Werte angesehen werden müssen. Okay, das kann ich versuchen. Dazu finde, du brauchst, was du versuchst, kann kombiniert werden, um einen Fallschirm zu stellen. Ich weiß das, verrückt, aber lass uns einfach mal sagen, sobald du es hast, deine Tür oberhalb und rechts der ersten Zellen liegt. Ah ja, hier. Okay, ich sehe die Tür. Aber ich habe keinen Fallschirm. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie wir den Fallschirm bauen. Ich denke mal hier, oder? Wie viel Int habe ich denn? 70. Okay. Wo ist denn dieser Fallschirm? Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo dieser Fallschirm ist, ne? Was sieht denn hier nach Fallschirm aus? Provisorisches Gurtzeug. Ich denke mal, das werde ich brauchen. Ich verbrauche natürlich jetzt mega viel Zeit dafür, dass ich diesen Fallschirm suche. Egal, wir gehen weiter. Komm.
Okay, okay. Oh, da oben rein. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir finden können. Okay, ich denke, wir brauchen das hier. Ich denke, wir brauchen... Oh, eine Sauerstoffflasche könnte man eventuell für irgendwas gebrauchen. Okay, wir... Oh nein. Oh nein, okay. Na gut. Wenn der hier reinkommt, bin ich sowieso verloren. Demnach können wir uns auch hier hinsetzen. Nee, kommt nicht rein. Sehr gut. Ein Seil. Ich schätze mal, die drei Seile werden... Okay, der geht da lang. Komm, geh weiter runter. Ich muss diesen Dings da durchsuchen. Ja, sehr gut. So, was haben wir hier? Ist das Mission Impossible? Das Holz nehme ich mal mit. Wo ist hier die Wache? Da ist die Wache. Wir gehen jetzt erstmal nach ganz vorne. Nach ganz vorne ins Flugzeug. Suchen erstmal alles, was auf dieser Ebene ist. Okay, hier ist Ende. Hier ist der Computer. Ich könnte hier lang, brauche eine Leiterplatte. Brauche eine Leiterplatte. Wie kann ich eine Leiterplatte bauen? Das sieht doch hier nach Leiterplatte aus, ne? Nein. Wo ist die Leiterplatte? Ist die hier hinten? Ja, ist ja hier Schlüsselkartenkopie, genau. Und dafür brauche ich doch irgendwas anderes. Naja, egal. Wir laufen jetzt mal weiter. Okay, ab nach oben. Okay, hier ist nichts. Schnell rein. Ich weiß halt noch nicht, was ich für irgendwas brauchen kann. Vielleicht die Alufolie. Da ist noch was. Ich sehe jetzt kein Polizist. Nein. Holy shit. Oh shit. Aua. Da ist ein Ausgang. Da ist ein, beziehungsweise da ist ein Versteck. So. Verdammte Kacke ist. Ja, du hast mich verloren. Ich weiß, dass du mich verloren hast. Das kann doch nicht sein. Hier gab's doch... Ah, ne, die Leiterplatte war was zum... Zum Finden, ne? Wie, Draht. Eine Batterie. Auch ein Cookie kann ich nicht... Oh. Ich weiß echt nicht, ob wir das mittlerweile in der kurzen Zeit schaffen. Komm, geh mal nach oben weg. Ja, okay. Danke. Ich weiß es echt nicht. Da ist noch ein Seil, okay. Ein Besenstiel. Ich weiß halt nicht, was man für ein Dings braucht, ne? Was man für einen Fallschirm braucht. Was ist denn hier? Da ist noch was. Okay, da kann ich noch gucken. Hallo. Nein. Krankenpult. Guck mal, was hier drin ist. Zahnseide, Reiniger. Okay, auch nichts, womit ich irgendwas einzeln bauen kann. Ich weiß es halt nicht. Oh. Okay, wir gehen hier mal runter. Oh shit. Oh shit. Hier muss es doch noch irgendwo lang gehen. Noch eine nach oben. Genau, hier. Nach oben. Oder waren wir hier schon? Scheiße, wir müssen weiter runter, ne? Okay, stimmt, wir müssen weiter runter. Wir müssen... Oh, shit! Oh, hi! Lol, hat mich nicht gesehen. Aber macht nichts. Schnell da rein. Was ist hier? Ach, hier ist mehr Spieler wahrscheinlich, ne? Jo. So. Oh, shit. Hat er mich gesehen? Boah. Du musst doch irgendwo einen Ort zum Verstecken geben. Wo ist dieses Schlauchboot? So kann ich halt nicht entkommen. Ja, super.
Oh nein, da geht's nicht rein. Okay, da komme ich auch nicht rein. Das ist ein Mehrspieler-Dingen. Wie kann der mich denn so oft sehen? Ah, da ist die Leiterplatte. Ich lasse das mal hier und nehme die Leiterplatte mit. Oh nein, ich guck mal, was hier so drin ist. Ah, mein drittes Seil. Okay, das heißt, ich lasse die Sauerstoffflasche mal hier. Und ich baue mal das gut. Ich werde Sicherheit für irgendwas brauchen. Provisorisches Gurtzeug. Können wir mal. Ach, hier ein Fallschirm. Ah. Okay. That's it. Okay, wenn es das schon war. Oh nein, nein, nein. Gehen wir auf die andere Seite. Wenn es das schon war. Wobei ich das mit dem Computer, ehrlich gesagt. Komm, wir probieren das nochmal mit dem Computer. Das interessiert mich jetzt ein bisschen mehr als der Fallschirm. Der Fallschirm wäre ja. Oh nein. Der Fallschirm. Wir haben ja noch mehr als genug Zeit. Wir haben noch mehr als genug Zeit. Oh nein. War der oben? Ja, der war oben. Okay. Noch weiter oben, ne? War der noch weiter oben? Oder war der unten? Hä? Wo war denn der Computer? War der hier? Ah, da ist der. Okay. Ein Energiemodul würde den Autopiloten überladen. Okay, was denn Energiemodul? Ein Energiemodul ist wahrscheinlich... Ah, da. Okay, zwei Batterien, ein Dings. Wollen wir das mal... Ich muss ein Energiemodul herstellen. Okay, jetzt habe ich zwei Batterien und... Genau. Wir versuchen mal das. Wir versuchen das mal mit dem Autopiloten, weil das ist ja... Wir haben ja immer noch das, die sichere Sache mit dem Fallschirm. Können wir immer noch fahren. Okay, hier ist keine Batterie. Aber das mit dem Autopiloten reizt mich jetzt irgendwie mehr. Da ist die Batterie. Und dann jetzt die zweite Batterie. Wo war die denn? Oh, schnell rein. War hier die zweite Batterie? Ich glaube nicht, ne? Nein. Aber es macht nichts. Irgendwo war die zweite Batterie. Hier, glaube ich, irgendwo, ne? Ich meine, hier habe ich die irgendwo gesehen. Da ist sie. Sehr gut. Jetzt kann ich nämlich genau das hier. Ja, schnell, jetzt kann ich wieder zurück. Kommt er da? Kommt er da? Kommt er? Nein, der kommt da nicht. Wo ist er? Oh nein. Nein, 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 nein. Schön hier verstecken. Ich ruhe mich mal ein bisschen aus. Unsere Arbeit wird nie geschätzt. Ja, natürlich. Ärzte sind super wichtig. Ich bin nur ein ganz normaler Arbeiter. Bitte weitergehen. Danke. Das ist das Modul. Jetzt brauche ich nur einen Schraubendreher und dieses Flugzeug wird landen müssen. Jetzt brauche ich mal meinen allseits beliebten Schraubendreher. Ein Schraubenzieher, Schraubendreher heißen die ja. Wo gehst du hin? Du gehst nach unten, okay. Haben wir hier einen Schraubendreher schon drin? Ja. Aber ich weiß, ganz unten in den Gefängnissen ist ein Schraubendreher. Ich weiß jetzt nicht genau, was hier. Oder ganz unten in den Gefängnissen? Da ist er. Zack. Versuchen wir es mal. Okay, der ist jetzt gerade da hochgegangen. Genau. Dann gehen wir mal hier weiter. So, der hat uns nicht gesehen. Ich finde das so cool, diese Dinger. Autopiloten sabotieren. Es wird Zeit, diesen Vogel zum Landeplatz zu finden. Jetzt muss ich einen Landeplatz suchen. Okay. That's it? Komm schon. Bremse einfach. Also. Warnung. Sofort sichern und einen Landeplatz finden. Wir liefen. Moment. Ich finde meine Flugmann später ab.
Wir sind doch die ganze Zeit über Meer geflogen. Wie kommen wir denn jetzt über der Wüste ab? Also über der Wüste landen. Und warum, in drei Teufelsnamen, kommen die mir nicht hinterher? F. Warum denn nur F? Aber egal. Das war das schon alles? Ja, dann war das im Grunde genommen heute mal ein Quickie. Ich gucke gerade mal eine Viertelstunde. Ist ja auch mal okay. Ich guck mal schon mal rein, was das nächste Gefängnis ist. Ah, ich brauche mindestens zwei weitere Schlüssel. The Glorious Regime, haben wir das gespielt? Nee, ne? Oder war das die Dings? Okay, die USS Anomalie ist wohl die nächste. Ich brauche noch zwei weitere Schlüssel. Jetzt muss ich mal gerade mal schauen. Strafregister? Wo habe ich denn von keinen Schlüssel? Fortundra. Ah, okay. Aber ist eigentlich... Ja, okay, ich müsste ein... Pass in die Freiheit. Ich brauche noch zwei weitere Schlüssel. Fortundra, stimmt das? Da bin ich ja nur Pseudo ausgebrochen. Das heißt, da muss ich noch... Ich brauche noch mindestens zwei Schlüssel. Ja gut, dann muss ich mir irgendwie noch aus irgendeinem noch zwei Schlüssel holen. Bis nächste Woche. Und dann könnt ihr schon mal nochmal schreiben, die dieses Mal dabei wieder waren, Rufus und Joe, ihr seid wieder dabei, ihr seid die Insassen, wenn das denn ein Insassengefängnis ist. Ansonsten hoffe ich, hat euch gefallen, auch ein bisschen kürzer die Folge. Lasst mir einen Daumen und einen Kommentar da, ich würde mich sehr darüber freuen. Das bringt uns allen was. Und ansonsten haben wir ja einen Discord jetzt. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr da alle joinen würdet. Der Link da unten, der Einladungslink, ist in der Beschreibung. Müsst ihr mal gucken, unter Social Media ein bisschen weiter unten. Da findet ihr auch alle anderen Links, wie zum Beispiel Twitter und so weiter. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, habe die Ehre.